super. Sehr gut. Sorry für die kleine technische Störung am Anfang. Also ich glaube, es ist die größte Stage, auf der ich bis jetzt gesprochen habe. Auf jeden Fall komplett neu für mich. Und ich habe überlegt, wie mache ich das? Mache ich das eher so lustig, auf so einer Marketingart und Weise? Das heißt ja auch Online-Marketing-Rockstars. Oder mache ich das eher so richtig fachlich und trocken? Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich es richtig fachlich und trocken mache. Mit ein bisschen Hintergrundinformationen und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass man da mehr rausnehmen kann, als jetzt so einen Marketing-Talk zu machen, weil wir in den letzten 5 bis 6 Jahren mit der Abteilung bei uns vieles ausprobiert haben, wovon viele andere Leute jetzt zehren können, und haben da unsere Top-Learnings dann auch mal zusammengefasst und wollen da mal einfach ganz offen darüber sprechen, wie wir bei uns Influencer- und Podcast-Marketing machen. Aber ich starte einfach mal mit mir. Das bin ich. Ich habe Koro nicht mitgegründet, sondern bin etwas später dazu gekommen, habe den einen Gründer rausgekauft, Robert damals. Da kommt der Name Koro auch her, Costa und Robert. Ich bin Piran. Wir haben überlegt, die Company umzubenennen. Kopi ist aber kopieren. Wir wollen innovativ sein, passt nicht. Pico heißt klein, wir machen alles in groß, passt auch nicht. Und dann haben wir es auch bei Koro belassen. Und was machen wir? Ich lese einfach mal vor, Koro denkt Handel neu, durch das Überspringen von Handelsstufen, effiziente Prozessabläufe und Großpackungen, schlichten Design, macht das Handelsunternehmen hochwertige Waren zu fairen Preisen für alle zugänglich. So, hört sich erstmal an, ja okay, super abstrakt. Aber wir verkaufen Lebensmittel in Großpackungen und versuchen durch eine Flexibilität in der Verpackungsart und Größe Handelsstufen zu überspringen und möglichst aus dem Ursprung einzukaufen. Den Preisvorteil, den wir damit machen, geben wir teilweise an den Kunden weiter, schauen aber auch, dass wir gute Margen realisieren. So, wir stehen für kurze Lieferketten, Transparenz und offene Kommunikation, Großpackungen, hohe Qualität, faire Preise. So, das sind unsere Top 5 Werte und USPs, die wir für uns definiert haben. Aber jetzt ein paar Zahlen und Fakten, weil ihr sicherlich teilweise auch denkt, wer ist denn der Typ, was hat er denn überhaupt erreicht, was machen die eigentlich mit der Company? Deswegen Umsatz. Letztes Jahr sind wir bei 62 Millionen Euro Umsatz rausgekommen. Das Jahr davor bei 20 Millionen, davor 5,5 Millionen. Haben uns also fast jedes Jahr mehr als verdreifacht. Und dieses Jahr werden es über 100 Millionen Euro Umsatz sein. Wir haben knapp 350 Mitarbeitende in der Company bei uns, über 1400 Produkte und über 1 Million Kundinnen in ganz Europa, die wir fröhlich mit Nüssen, Trockenfrüchten, vielen anderen veganen Produkten und Co. versorgen. Aktuell verschicken wir täglich knapp 12.000 Pakete nach ganz Europa. Davon macht Deutschland ungefähr 90% aus und alle anderen europäischen Länder 10%. Vielleicht eine Sache, die auch noch wichtig ist: Wir sind eine Direct-to-Consumer-Brand. Also alle Produkte, die wir bei uns im Sortiment haben, sind Koro gebrandet und 90% des Vertriebs passiert über unsere eigene Website. 10% sind über den Handel, DM, Alnatura und Co. und Amazon. So, aber heute soll es gehen um Social- und Podcast-Ads, wie wir damit eigentlich gewachsen sind, und bis heute ist das immer noch unser stärkster Marketingkanal. Und wir fangen an mit Influencer-Marketing. Da sind wir auch bekannt geworden. Die, die uns kennen, kennen uns sicherlich über die ein oder andere Instagram-Anzeige von seinem Lieblingsinfluencer. Wir geben im Monat um die 700.000 Euro für Influencer-Marketing aus. Und das war, ist es inzwischen nicht mehr tatsächlich, die Folie ist ein bisschen älter, 90% unseres Marketing-Budgets. Und immer wenn ich mich mit Marketing-Experten unterhalten habe, hieß es, ja Piran, warum macht ihr kein Performance-Marketing? Warum macht ihr nicht einfach mal Facebook-Ads? Aber es ist nämlich gar nicht so einfach. Jetzt wird es ein bisschen theoretisch. Einige, die nur ein bisschen Marketing hören möchten, die können jetzt wegschalten. Und zwar ist das gar nicht so einfach mit dem Attributionsmodell. Wenn du anfängst, eine andere Messungsmetrik zuzulassen, dann kriegst du relativ viel Ungenauigkeit rein und musst dich dann mit dem Thema Attributionsmodell beschäftigen. Und das war für uns, gerade in der Anfangsphase, absolut unstemmbar. Wir haben uns um Produkt gekümmert, um Marketing, um Aufbau, und da konnten wir uns nicht noch um Attributionsmodell kümmern. Also haben wir gesagt, es gibt bei uns nur 5% Gutscheincodes, zu keiner Aktion gibt es mehr. Weder im Newsletter, weder zum Black Friday, und das haben wir dann bei uns als, ich sag mal, USP definiert. Wir stehen für Transparenz, wollen ein vertrauensvoller Händler sein, eine vertrauensvolle Marke, und bei uns gibt es keine größeren Rabatte als 5%. Aktuell arbeiten wir mit über 600 Talents europaweit zusammen, 450.000 Neukunden,
haben wir 2021 gemacht. Wir haben diese personalisierten Gutscheincodes. Jedes Talent hat seinen eigenen Gutscheincode. Ungefähr 50% des Gesamtumsatzes macht Influencer-Marketing bei uns aus. Wie messen wir das? Das ist quasi die Summe der Umsätze, die den Gutscheincodes, die wir rausgeben, attribuierbar sind. Und was machen wir besonders? Wir geben den Talents sehr viel redaktionellen Freiraum. Man kennt es von ein paar großen Marken, wenn die Influencer-Kampagnen fahren, da gibt es 3, 4 Schleifen, da wird dann nochmal was abgenommen und so weiter und so fort. Und viel geredet, hey, die Verpackung muss noch ein bisschen nach rechts, das Logo ist noch nicht groß genug. Das ist die Katastrophe. Also es nimmt so viel Management-Overhead weg, das macht keinen Spaß mehr, du brauchst viel zu viele Leute pro Talent und das skaliert nicht richtig. Und gleichzeitig nimmst du der Empfehlung Relevanzcharakter. Ich meine, was ist denn eine Empfehlung? Was wollen wir dann eigentlich im Marketing erreichen? Im Marketing wollen wir eigentlich, für uns ist das immer diese eine Situation, die wir uns immer ausmalen. Man ist am Weihnachtstisch, spricht mit Familien, Bekannten und einer sagt, ey, letztens, da habe ich die Nüsse bei Koro bestellt. Das war der Hammer, da habe ich was gespart und die Qualität war Hammer. Kannst du mal angucken, www.korodrogerie.de. Und das ist eigentlich, was wir skalierbar erzeugen wollen und das ist nicht ganz so einfach. Ich finde immer noch suspekt und aktuell mache ich das, mich mit TV-Werbung zu beschäftigen. Jetzt nochmal kurzer Exkurs, was dort eigentlich passiert. Man gibt Unsummen Geld aus, also Entschuldigung an alle, die im TV-Bereich, in der Produktion arbeiten, aber man gibt Unsummen an Geld aus für Content, hat noch keine Reichweite, bezahlt dann nochmal, um es Leuten anzuzeigen, die es in diesem Moment nicht sehen wollen. Also das ist so suspekt und deswegen können wir eigentlich dankbar sein, dass wir so Tools haben wie Podcast oder Influencer-Marketing, wo man immer noch heutzutage eine skalierbare, native Einbindung bekommt. So, vielleicht jetzt nochmal der richtig technische und trockene Part. Wie machen wir das eigentlich, dass wir das skalierbar hinkriegen? Dass wir so viele Talents, 600 Talents, inzwischen sind es sogar deutlich mehr, managen mit nicht zu viel Overhead, nicht mit zu vielen Mitarbeitern. Wir haben Nummer 1 ein Textbausteinsystem. Es hört sich trocken an, hört sich lieblos an, ist aber super, super wichtig, um das skalierbar aufbauen zu können. Das heißt, für jede Verhandlungssituation haben wir einen Textbaustein, der genau auf diese Verhandlungssituation passt. Wir haben eine Verhandlungsguideline. Wir sind absolute Verhandlungsprofis. Ganz wichtig, lasst euch keinen psychologischen Anker setzen von irgendwelchen Managements da draußen, die euch irgendwelche TKPs, irgendwelche überteuerten Postings und Co. anbieten. Einen mitarbeitenden Schlüssel, also wie viele Mitarbeiter braucht man pro 100 bis 200 Talents, das sind bei uns einer. Und eine ungefähre TKP-Guideline. Bei uns ist das jetzt als Basis die Instagram-Story, da zahlen wir ungefähr 15 Euro TKP. Wobei, ganz wichtig, bei Instagram ist das immer noch etwas volatiler, die Varianz ist etwas höher. Es gibt Talents mit einer starken Community, da ist man auch mal bereit, 20, 25, 30 Euro TKP zu zahlen. Und es gibt Talents, da kannst du 5 Euro TKP zahlen und kannst trotzdem keine profitable Kampagne damit aufbauen. So, Podcast-Ads, wie unterscheiden die sich eigentlich? Kurz mal die Kriterien. Es macht nicht so einen großen Unterschied bei Podcasts, ob du Podcast A oder B bespielst. Es gibt natürlich immer Differenzen drin, aber diese wahnsinnigen Schwankungsbreiten, die man aus dem Influencer-Marketing kennt, dass ein Partner super durch die Decke geht und der andere so überhaupt nicht funktioniert für einen, das gibt es im Podcast-Game weniger, deutlich weniger und deswegen verhandeln wir da fast rein über den TKP. Wir arbeiten aktuell mit 45 Podcasts zusammen, machen ungefähr einen Monatsumsatz von 600.000 Euro und zahlen Pi mal Daumen TKP von 45 Euro. Das ist jetzt ein Durchschnitts-TKP, die Range ist etwas größer, let's say 30 bis 100 Euro, aber auch da kann man richtig was rausholen, wenn man größere Volumina zulässt. Da auch wichtig, es ist wichtig, dass der Podcast-Host die Pre- oder Mid-Roll reinspricht. Sonst funktioniert das nämlich nicht, weil die persönliche und emotionale Bindung, die passiert durch den Host. Wenn das jetzt eine dritte Person einspricht, wie es zum Beispiel bei einer TV-Werbung wäre oder bei einer Radio-Werbung, dann ist der Nativitätscharakter weg und das Ganze funktioniert nicht mehr. Also darauf achten, wir sehen, dass sich Podcast-Marketing immer mehr in die programmatische Richtung entwickelt, dass viel auch über Ad-Server ausgesteuert werden und da mal drauf schauen, dass es nativ eingebunden wird. Genren, die gut für uns funktionieren, sind Crime, Comedy und News. Aber wir haben auch mit anderen Genren gute Erfahrungen gemacht. Da haben wir jetzt keinen
keine Blacklist oder Whitelist, was besonders gut oder überhaupt nicht funktioniert. Ich habe nochmal hier meine Top 5 Learnings zusammengefasst, weil ich die Reihenfolge immer vergesse, hier nochmal. Nummer 1 ist die redaktionelle Freiheit. Es nimmt so viel Headspace und Management-Power weg, wenn man zu spezifisch auf den Content eingreift. Wenn man ein etwas breiteres Sortiment hat, am besten Influencer aussuchen lassen, bisschen briefen bei den Produkten, Produktdetailseiten sauber ausarbeiten, dass sich die Talents auch selber die Informationen ziehen können. Und kleiner Hack für alle, die zuhören, steht nicht auf den Slides, die selbst bestellen lassen. Influencer kriegen unendlich viele Pakete. Wenn sie aber selber bestellen, haben sie mindestens einmal sich schon mit eurer Marke auseinandergesetzt. Und das ist super, super wichtig. Zweiter Punkt, dichtes Tracking. Was bedeutet das? Schauen, dass ihr nicht irgendwo 15-20% Gutscheincodes rumfliegen habt, aber selbst bei dem Influencer nur 5% gebt. Weil was dann passiert ist, bevor ich bestelle, so mache ich das nämlich, google ich nach einem Gutscheincode, Coro Drogerie Gutscheincode, und wenn da was aufploppt, 20% bei Gutscheinpony oder MyDeals, dann nutze ich lieber den als den Influencer. Entsprechend wird der Sale, der eigentlich von dem Talent kam, gar nicht richtig getrackt. Dann keinen psychologischen Anker setzen lassen. Ihr merkt, das ist ziemlicher Fokus bei mir, keinen psychologischen Anker setzen lassen in den Verhandlungen. Es gab Verhandlungen, da haben wir angeboten bekommen, beispielsweise eine Story für 8.000 Euro und haben im Endeffekt gezahlt 1.000 Euro für 4 Stories im Monat. Also da sind die Diskrepanzen so riesig, überhaupt keinen psychologischen Anker setzen lassen. Und da ein Tipp, wir rechnen Pi mal Daumen pro 100.000 Follower, Weekly Stories 1.000 Euro. Ja, das ist unser absoluter Standarddeal. Da gibt es natürlich nach unten und nach oben Spielräume, je nachdem, wie gut der Zielgruppenfit ist. Aber so gehen wir ungefähr ran. Dann mehr hilft mehr. Was bedeutet das? Wenn ich zum Beispiel 2 Stories im Monat habe, jetzt aber das Doppelte zahlen würde für 4 Stories im Monat, dann mache ich in der Regel nicht doppelt so viel Umsatz, sondern dreifach oder vierfach so viel Umsatz, weil die Intensität und damit der Relevanzcharakter der Empfehlung exponentiell steigt. Es passiert am Ende eine Bindung zwischen Talent und Zuschauerschaft des Talents, und das ist genau das, was man erzeugen will im Influencer-Marketing. Und das Letzte, Ausdauer beweisen. Am Ende ist auch das ein unternehmerisches Game, nicht jeder Deal funktioniert. Wenn man einen testet, der funktioniert nicht und man diesen Marketingkanal für sich abschreibt, hat man viel verloren. Man hat nämlich einen großen, großen Weg für sich abgeschnitten, Potenzial verschenkt. Deswegen viel, viel testen, mindestens mal 3 Monate laufen lassen. Wir brauchen immer ungefähr 3 Monate, bis eine Kooperation profitabel ist. Nach dem 6. Monat hat sie dann ungefähr den Peak erreicht. Bis zum 12. geht es auch noch weiter. Und dann sinkt die Neukundenrate etwas, weil wir schon in der Community des Talents sehr aktiv sind. So. Das war ganz grob mein sehr trockener Vortrag zu unserem Influencer-Marketing. Ich hoffe, da waren ein paar Insights dabei. Wenn ich irgendwas nochmal wiederholen soll oder so, schreibt mir gerne auf LinkedIn. Ich kann die Slides nochmal teilen und alle Eckparameter, wie wir das machen, euch bei LinkedIn schicken. Danke fürs Zuhören. Hat, glaube ich, nicht ganz 20 Minuten gedauert, aber ja, danke, dass ich hier sein durfte.